Man erwägt die Funktion f von x gleich Sinus von 2 Beta x auf 1 plus x im Quadrat, bei der Beta einen reellen, streng positiven Parameter darstellt. Zwei Fragen dazu. Frage 1. Mit Diskussion bezüglich des Wertes von Beta, falls nötig. A. Bestimme den Definitionsbereich von f. B. Überprüfe die Parität der Funktion. C. Bestimme die eventuellen Asymptoten von seinem Graph. Und D. Berechne f'. Frage 2. Bestimme alle Werte von Beta, für die die Funktion f eine Nullstelle bei einem Punkt mit Abszisse x Sternchen streng positiv hat und ebenfalls einen lokalen Tiefpunkt hat, wie in der Grafik herunter. Zuerst zur Frage 1. Da dieser Bruch für alle reellen Werte von x definiert ist und da der Definitionsbereich der Funktion Sinus die ganze Menge R ist, ist der Definitionsbereich von dieser Funktion f ebenfalls die ganze Menge R. Um die Parität einer Funktion zu bestimmen, berechnet man f von minus x. F von minus x, das ist der Sinus von 2 mal Beta mal minus x, geteilt durch 1 plus das Quadrat von minus x. Also der Sinus von minus 2 Beta x, geteilt durch 1 plus x im Quadrat. Und da die Funktion Sinus ungerade ist, können wir dieses Minus vor den Sinus setzen und somit finden wir, dass f von minus x dasselbe ist wie minus f von x. Also ist das f ungerade. Drittens die Asymptoten. Da diese Funktion stetig ist in der ganzen Menge R, kann es keine vertikale Asymptote geben. Horizontale Asymptote, dazu suchen wir den Grenzwert bei unendlich von f von x. Wenn x gegen unendlich strebt, dann haben wir hier einen rationalen Bruch mit Grad unten größer als oben, also strebt dieser Bruch gegen 0. Unser Grenzwert strebt also gegen Sinus von 0. Das heißt 0. Da wir als Grenzwert bei unendlich von der Funktion eine reelle Zahl finden, hat diese Funktion eine horizontale Asymptote mit kartesischer Gleichung y gleich diese gefundene Zahl. Die x-Achse ist also horizontale Asymptote und zwar beidseitig bei minus unendlich und bei plus unendlich. Also kann es keine schräge Asymptote geben. Jetzt wird noch die Ableitung von f gefragt. Wir suchen also die Ableitung von dieser Kettenfunktion. Diese Ableitung, das ist die Ableitung vom Sinus, das heißt der Cosinus, ausgedrückt bei dieser Zahl, steht da, mal die Ableitung von diesem Bruch. Und die Ableitung von diesem Bruch, das ergibt die Ableitung des Zählers, also 2 Beta, mal Nenner 1 plus x Quadrat, minus Zähler 2 Beta x mal Ableitung des Nenners, also 2x, geteilt durch das Quadrat von diesem Nenner. Im Zähler können wir 2 Beta ausklammern, so erhalten wir zwischen Klammern 1 plus x Quadrat minus 2x Quadrat und das macht 1 minus x Quadrat. Somit haben wir die Funktion f also abgeleitet. Kommen wir zur Frage 2. Wir wissen, dass x Sternchen streng positiv sein muss. Wir wissen, dass Beta streng positiv sein muss. Wir wissen, dass f von x Sternchen, das heißt der Sinus von diesem Bruch, 0 sein muss. Und wir wissen auch, dass f' von x Sternchen, das heißt dieses Produkt, 0 sein muss. Der Sinus von einer Zahl und der Cosinus von derselben Zahl können aber unmöglich gleichzeitig 0 sein, wegen der Grundformel der Trigonometrie. Also ist dieser Faktor nicht 0. 2 Beta aber auch nicht, weil Beta ja streng positiv ist. Und dieser Nenner ist auch nicht 0, weil er streng positiv ist. Also muss diese Klammer gleich 0 sein.
Das heißt, x-Sternchen ist entweder minus 1 oder 1. Aber x-Sternchen muss streng positiv sein, woraus wir also schließen, dass x-Sternchen 1 sein muss. Also können wir hier x-Sternchen durch 1 ersetzen und somit ergibt dieser Bruch 2 mal Beta mal 1, also 2 Beta, geteilt durch 1 plus 1, also 2. 2 Beta geteilt durch 2, das macht Beta. Also muss der Sinus von Beta gleich 0 sein, woraus wir schließen, dass Beta normalerweise ein ganzes Vielfaches von Pi sein muss, aber da Beta streng positiv ist, muss diese Zahl k eine natürliche Zahl sein, verschieden von 0. Wir wissen also, dass x-Sternchen 1 ist, x-Sternchen ist 1, und Beta k mal Pi ist, wo k eine natürliche Zahl ist, verschieden von 0. Um einen Tiefpunkt von f bei 1 zu bestimmen, müssen wir eine Zeichentabelle der Ableitung von f in der Nähe von 1 erstellen. Wir werden also eine Zeichentabelle von diesem Produkt in der Nähe von 1 erstellen. Eben haben wir festgestellt, dass der Kosinus von diesem Bruch bei 1 nicht 0 ist. Also ist der Kosinus von diesem Bruch in einer ausreichend kleinen Umgebung von 1 ebenfalls nicht 0. Also hat dieser Kosinus in der Nähe von 1 dasselbe Vorzeichen wie den Kosinus, den wir erhalten, indem wir x da und da durch 1 ersetzen. Aber dieser Bruch, das ergibt 2 Beta auf 2, also Beta. Was bedeutet, in der Nähe von 1 hat dieser Kosinus dasselbe Vorzeichen wie der Kosinus von Beta. Und das führt dazu, dass wir unter zwei Fällen unterscheiden müssen. Entweder k ist eine gerade Zahl verschieden von 0 oder aber k ist eine ungerade Zahl. Wenn k gerade ist und nicht gleich 0 ist, dann bedeutet das, dass k gleich ist zu 2 mal einer natürlichen Zahl, die verschieden ist von 0. Und somit muss Beta k mal Pi, das heißt hier n mal 2 Pi sein. Und der Kosinus von diesem Beta ist immer 1, also streng positiv. Wogegen, wenn k ungerade ist, das bedeutet, dass k gleich ist zu 2 mal einer beliebigen natürlichen Zahl plus 1, dann muss Beta also n mal 2 Pi plus Pi sein. Und demzufolge ist der Kosinus von Beta immer minus 1, also streng negativ. Analysieren wir den ersten Fall, in dem Beta gleich n mal 2 Pi ist, wo n eine beliebige natürliche Zahl verschieden von 0 darstellt. Und in diesem Fall ist der Kosinus von Beta streng positiv. Wir werden in einer ausreichend kleinen Umgebung von 1 eine Zeichentabelle für f' erstellen, also eine Zeichentabelle für dieses Produkt, wohlwissend, dass dieser Kosinus dasselbe Vorzeichen hat wie Kosinus von Beta. In der Zeichentabelle brauchen wir den Faktor 2 Beta nicht zu berücksichtigen, weil dieser Faktor streng positiv ist. In der Tabelle brauchen wir auch diesen Nenner nicht zu berücksichtigen, denn auch er ist immer streng positiv. In der Zeichentabelle brauchen wir also nur diesen Faktor 1 minus x² sowie Kosinus von Beta zu berücksichtigen. 1 minus x² wird 0 bei 1. Rechts von der 1 ist dieses Binom streng negativ und links von der 1 ist dieses Binom streng positiv. Wir wissen, in einer ausreichend kleinen Umgebung von 1 ist der Kosinus von Beta streng positiv. Daher hier diese drei Pluszeichen. Daher auch diese Zeichenzeile für f'. Da wo f' streng positiv ist, da steigt f. Da wo f' streng negativ ist, da fällt f. Und zusätzlich
wird f' bei 1 0. Das heißt, die Funktion f erreicht bei der Zahl 1 ein Maximum. Sie soll aber bei 1 ein Minimum erreichen und deshalb sind diese Beta-Werte für unsere Übung nicht gültig. Kommen wir jetzt zum zweiten Fall, wo Beta gleich n mal 2pi plus pi ist. N ist hier eine beliebige natürliche Zahl und demzufolge ist der Cosinus von Beta streng negativ. Auch hier werden wir eine Zeichentabelle für f' in einer ausreichend kleinen Umgebung von 1 erstellen. Wieder brauchen wir den Faktor 2 Beta nicht zu berücksichtigen, auch diesen Nenner nicht. Und wieder hat der Cosinus von diesem Bruch dasselbe Vorzeichen wie der Cosinus von Beta. Daher diese Zeichentabelle. Dieses Binom hat wieder dieselbe Zeichenzeile. Dieses Mal ist der Cosinus von Beta streng negativ, daher hier überall Minus. Und daher auch diese Zeichenzeile für f'. Da wo f' streng negativ ist, da fällt f. Da wo f' streng positiv ist, da steigt f. Zusätzlich ist f' bei 1 0, also erreicht f bei 1 ein Minimum. Was also bedeutet, wir haben diese Situation gefunden und demzufolge sind die gültigen Werte für Beta diese da. Also die möglichen gefragten Werte für Beta sind Beta gleich 2n plus 1 mal Pi, wo n eine beliebige natürliche Zahl ist.